So. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier anfangen soll. Ja. Wir sind hier bei Command & Conquer Alarmstufe Rot 3, der Aufstand. Das ist ein kleines Expansion Pack zu, ja, wer hätte es gedacht, Command & Conquer Alarmstufe Rot 3. Ja. Ich möchte hier gleich mal dazu sagen, dass das ganze LP hier geplant ist für, nachdem Kenji und ich jetzt irgendwann mal die Alarmstufe Rot 3 Kampagnen durch haben alle. Da hatten wir ja eine etwas größere Pause drin. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier seht, sind wir damit schon fertig. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, sind wir gerade noch mitten in dieser etwas längeren Pause, wo wir mitten in der Reich der aufgehenden Sonnenkampagne waren. Ich hatte jetzt allerdings mal wieder ein bisschen Lust, hier ein bisschen was zu spielen. Und bei Alarmstufe Rot 3 der Aufstand gibt es nochmal ein paar extra Kampagnen hinterher. Auf die will ich mich jetzt allerdings gar nicht stürzen, denn ich finde, in Alarmstufe Rot 3 der Aufstand gibt es etwas, was man wesentlich witziger machen kann, nämlich den sogenannten Herausforderungsmodus. Es gibt halt in diesem Spiel keinen Koop-Modus mehr, deswegen mache ich das Ganze hier jetzt erstmal alleine. Vielleicht hole ich mir für irgendwann später noch ein paar Co-Kommentatoren, aber ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt einfach mal in den Herausforderungsmodus und ja, wir kriegen jetzt erstmal ein kleines Video. Da sind sie ja. Die Kampfsteuerung ist definitiv online, also können wir beginnen. Wir haben die Baufahrzeuge der drei Weltmächte aufgekauft und unterstellen sie hier mit ihrem Befehl. Da die Nachkriegssituation dermaßen von Grenzstreitigkeiten geprägt ist, wird wohl keiner ihre Ankunft bemerken. Wir unterstützen sie und bergen alle zerstörten Technologien unserer Feinde und wenn wir dann Proben all ihre Militäranlagen haben, nutzen wir diese selbst. Oder vielmehr sie. Viel Glück da draußen. Wir werden Ihre Fortschritte mit großem Interesse verfolgen. So, bevor wir das Ganze hier jetzt durchlesen, erkläre ich das Ganze lieber selber. Also, wir haben hier immer ein paar Missionen, aktuell nur eine, weil wir jetzt hier erstmal hier anfangen müssen. Wir sehen hier unten eine Rekordzeit, eine Vorgabezeit. Die Vorgabezeit ist etwas, was wir erreichen müssen, wenn wir einen Goldstern für die Mission haben wollen. Das Ziel ist es eigentlich, alle Missionen auf Goldstern zu bekommen. Dann hier oben sehen wir die Credits-Reserven, die stehen aktuell noch auf 0. Dazu werde ich kommen, sobald die mal über 10.000 kommen. So. Ich zeige jetzt einmal hier, wir haben unser Arsenal. Alles, was hier schon noch nicht grau ist, das ist das, was wir aktuell mit den jeweiligen Fraktionen schon zur Verfügung haben. Und aktuell sind das halt wirklich teilweise nur die Standardinfanterie, die Infanterieabwehr und Transportfahrzeuge, Standardpanzer und ein paar Standard-C-Einheiten, sowie Jäger und die normalen Abwehreinheiten. Die haben wir bei allen Fraktionen bis jetzt zur Verfügung. Beim Reich der aufgehenden Sonne zusätzlich sogar noch die Späher, weil die dafür, glaube ich, irgendwo was weniger haben. Aber gut, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ihre Tsunami-Panzer gleichzeitig ihre Standardschiffe als auch ihre Standardpanzer sind. Und die Infanterieabwehr mit ihren Jägern gekoppelt ist. Aber gut. Je mehr Missionen wir machen, desto mehr Technologien schalten wir frei. Einige Missionen werde ich anfangs überhaupt nicht unter Vorgabezeit machen können, weil mir für bestimmte Sachen einfach mal ein paar Technologien einfach noch fehlen. Zum Beispiel mal werde ich jetzt gleich sagen, die Mission mit den Apokalypse-Panzern kann ich zum Beispiel mal erst dann mit meiner Taktik zumindest unter Vorgabe machen, sobald ich den Future Tank X1 habe. Ich weiß, das ist jetzt eine Einheit, die ihr noch nicht mal kennt, weil es gibt ein paar neue Einheiten in dem gesamten Modus. Also wir sind ja hier auch im Uprising, da haben wir... Die Alliierten haben, glaube ich, 4 neue Einheiten, Reich der aufgehenden Sonne und Sowjets haben jeweils 3 neue. Ich kann die hier gleich mal zeigen. Das sind zum einen hier der Cryo-Legionär bei den Alliierten, der Pacifier FAV, der Future Tank X1 und das Harbinger Gunship. Bei den Sowjets sind neu dazugekommen das Mörserbike, der Desolator Trooper, der Grinder und der Reaper. Das sind also auch 4. Reich der aufgehenden Sonne, was haben die nochmal neu dazu bekommen? Die haben dazu bekommen den Archer Maiden, den Stahlronen und die Gigafestung. Ja, die haben nur 3, aber die haben es dafür in sich.
Wer mich gut genug kennt, weiß, dass ich am allerliebsten mit den Alliierten spiele. Ich hab's schon mal geschafft, alle Missionen, zumindest wenn man die Vorgabezeit mal weglässt, nur mit Alliierten zu schaffen. Aber wir legen hier jetzt erstmal los. Ich spiele am liebsten mit Alliierten. Ich werde die auch fast jedes Mal benutzen. Bei ein paar Vorgabesachen werde ich hin und wieder mal aufs Reich der aufgehenden Sonne zurückgreifen müssen, weil die einfach für manche Sachen Strategien nutzen können, mit denen die anderen gar nicht mithalten können. Und es gibt, wie gesagt, ein paar Missionen wie diese hier, wo die Vorgabezeit bei 4 Minuten ist. Das geht hier mit den Alliierten auch. Das habe ich schon geschafft. Das kann man hier mit Infantry Rush machen. Infantry Rush ist sowieso irgendwie die Antwort auf fast alle Missionen. Aber gut, wir haben jetzt lang genug gequatscht. Wir legen jetzt einfach mal los. So. Na, wen haben wir denn da? Sieht aus wie ein Rekrut, der Ratschläge gebrauchen kann. Ich bin Commander Hill. Und ich werde Ihnen zeigen, was es heißt zu verlieren. Satellitenüberwachung bereit. Besserte Luftfahrt brauche ich noch nicht, solange ich keine anständigen Flugzeuge habe. So. Erstmal wieder dieser ultra spannende Aufbau von den Alliierten. Den werden wir wahrscheinlich jedes Mal haben. Bau abgeschlossen. Noch neue Bauoption. Wird gebaut. Prospektor einsatzbereit. Das ist allerdings relativ egal. Ich brauche hier eh hauptsächlich Infanterieeinheiten. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Soll ich mich ein bisschen umdrehen? Einsatzbereit. Wird gebaut. Hallo, Sir. Bau abgeschlossen. Okidoki. Neue Bauoption. Wird gebaut. Ausbildung. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Einer weniger. Kontakt. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Der Erzabbau hat Zukunft. Was machst du hier schon wieder? Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Gut, dass die Hunde meine Peacekeeper alle ignorieren. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Wird gebaut. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Feindliche Einheiten entdeckt. Am Anfang werde ich jetzt mal weniger auf die Vorgabezeiten eingehen. Die Vorgabezeiten werde ich, wenn ich die überhaupt alle mache, gibt mich da echt ein paar, die sind richtig, richtig heftig. Bau abgeschlossen. Bereit, Sir, wo ist das Problem? Neue Bauoption. Wird gebaut. Bereit, Sir, wo ist das Problem? Bau abgeschlossen. Wo ist das Problem? Unzureichende Mittel. Unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Bin unterwegs. 10-4, Sir. Umgebung sichern. Bin unterwegs. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Das Ganze würde wesentlich einfacher gehen, wenn ich einen Multigunner hätte. Unzureichende Mittel. Taktische Einheit. Feindlicher Ingenieur entdeckt. Tangos auf 9 Uhr. Eine Einheit wird angegriffen. Alles ohne Zeit. Peacekeeper, bereit für Transport. Für den Frieden. Bis später. Bereit für das Problem. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Wir machen ja zusätzlich dazu, dass wir neue Einheiten haben, haben wir auch Musik. Die alte Musik ist auch noch drin, aber alle drei Fraktionen haben noch ein zusätzliches Benefit bekommen. Eine Einheit wird angegriffen. Fertig! Wir müssen sie stoppen! Sichere Gebiet!
müssen sie stoppen. Unterwegs. Einer weniger. Ich krieg euch alle. Machen wir fertig. Hat angegriffen. Einheit verloren. Unzureichende Mittel. Was liegt da? Wir haben gewonnen. Sie sehen gar nicht so übel für einen kleinen Welpen. So viel sei gesagt. Die zweite Erzlauf immer wieder, ob ich mir seine Geschenke kann. Na ja, gut. Mal schauen, vielleicht war das sogar schon Vorgabezeit. Ich. Ja, 9 Sekunden habe ich sie verfehlt. Ist egal. Können wir ja später nochmal machen.